Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge DayZ Standalone. Wie ihr seht, bin ich in Berezino als Fresh Spawn und der Server ist richtig schön voll. Glück gehabt, ich nehme heute sehr früh auf, ist jetzt irgendwie 9 Uhr. Und ich will mal sehen, wie ich als Bambi in Berezino überlebe. So, ich habe nichts. Ich habe die Waffe da oben auch extra liegen lassen. Und werde mal einfach loslaufen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir jetzt verrecken. Aber das ist in dem Fall ja egal, weil wir eh noch nichts haben und... So, Tür auf und los geht's. Ich laufe mal einfach über die Hauptstraße. So, jetzt können wir mal einen Sekundentimer anmachen, wie lange ich es wohl überlebe. Ah, da quatscht irgendwer. Hello. Jetzt geht meine Kommunikation nicht mehr aus, was eher doof ist, wenn ich jetzt hier was sage. Dann hören sie das alle. Das ist jetzt schlecht. So, jetzt. Der Server hat wohl, warte mal eben gucken. Bin ich? Ja, geht aber. 13er Ping. Vielleicht hat er schlechte Antwortzeiten gehabt jetzt. Gut, wir laufen. Guck, hier liegen die Waffen schon auf dem Boden rum. Die sind doch da drin. Dachchen. Hey. Hey. Hier, friendly, friendly Team. Jo, ich bin auch, ja, wir sind auch friendly. Also, wir beiden. Is it your friend who also died here? No. I'm sorry. You know him? Guck an. Zombie, schnell wieder zurück. Können die beiden wegmachen. Aber guck an, die ersten haben wir überlebt. In Berezino. Then let's go. So, jetzt müsste ja gleich der Zombie da reingerannt kommen. Where are we going? I'm gonna go. Nö. I don't know. Kommt nicht. Building. Boah, einfach mal weiterlaufen. So, die ersten beiden haben wir, wie gesagt, überlebt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich laufe jetzt mal hier die Hauptstraße hoch. Guck, da liegt ein Flair. Weil das größte Problem sind natürlich jetzt im Moment die Zombies. Ich kann sie nur umboxen. Überall Zaun. Also ich versuche mal rüber zu kommen. Normal.
Normalerweise sitzen sie ja hier immer auf den Dächern rum. Ah, hier ist aber, so wie es aussieht, keiner. Da oben liegen sie oft. Mal gucken, ich kletter mal hoch. Ne, Moment. Einen weiter. Schauen wir mal, vielleicht können wir irgendeinem Sniper auf den Sack gehen. Hier ist keiner. Schade. Da unten ist auch keiner. Oh, die Soundbugs sind aber heftig hier. So, dann laufen wir wieder zurück. Gehen nochmal richtig schön in die Stadt rein. Ah, voll ist er ja. Zwei haben wir gesehen. Die anderen, ah, guck da. Er ist ein Zombie. Ja, frischer Respawn ist ja der Bug, haben wir ja gelernt. Wenn innerhalb von, wie war das, 300 Meter einer spawnt. Die beiden, die ich eben getroffen habe, die sind jetzt wohl hier irgendwo. Oh, da können wir mal was trinken. Wobei, ich glaube, das lohnt nicht. Wir werden es eh nicht überleben. Ah, nein. Das ist wieder einer, der Animationen abspielt. So, laufen wir mal einfach weiter. Also ich kann in der Folge natürlich für nichts garantieren, dass es das, was passiert oder auch nichts passiert. Die ersten beiden, wie gesagt, haben wir ja gesehen. Aber hier scheinen gar nicht so viele Leute zu sein. Hier waren wir schon. Laufen wir mal weiter da vorne, im vorderen Teil. Da liegt ein blaues Knicklicht. Oh, ziehen wir mal kurze Hosen an. Oh, dieser verdammte Husten. Das Ganze einpacken. Im leuchtenden Zustand. Boah, die sehen aber, oder? Aus die Sachen hier echt gut zerranzt. Warte mal, können wir die das Teil in die Hand nehmen?
Ja. Ach, das geht wieder aus. Das ist ja auch ein netter. Warte mal, noch mal ausprobieren. Ja, wieder in die Hand nehmen. Ja, jetzt ist es aus. Wir haben es in der Hand. Aha. Das ist das immer wieder brechbare Chemieleid. So. Boah, irgendwie passiert hier nichts. Die liegen überall diese Knicklichter rum. Ah, da ist irgendwo wer. Mal gucken, vielleicht hier oben. Sehr nah dran. Die Türen gehen nicht auf. Die auch nicht. Es ist direkt hier unterhalb. Mal gucken. Na gut, ich will euch nicht zu lange hier auf die Folter spannen und nerven. Wir laufen mal weiter. Scheint hier nicht. Ja, da wird ein bisschen geballert. Scheint hier nicht wirklich richtig was los zu sein, obwohl der Server. Ding werfen wir jetzt mal weg. Obwohl der Server ziemlich voll ist. Gut. Versuchen wir mal lebend weiterzukommen. Ja, der Vorteil ist jetzt, dass hier nicht allzu viele lebendige Zombies. Hahaha, lebendige Zombies. Nicht allzu viel Zombies da sind, weil sie ja die wahrscheinlich alle wegballern. Das heißt, man kommt relativ gut durch. Na, dann laufen wir mal zu der Baustelle, obwohl, na, da findet man eigentlich auch nichts mehr, ne? Nee, wir laufen mal weiter. Einfach weiter die Küste entlang. Und versuchen mal Elektro-Cherno und so weiter zu erreichen. Muss mir vor allen Dingen erstmal eine Axt besorgen. Ja, ohne ist irgendwie auch schlecht. Bis jetzt habe ich es eher so gemacht, dass ich in Ego-Modus gewechselt habe. Zombie einer ans Kinn kloppen, bis er umfällt und dann weglaufen. Um Boxen, das dauert, glaube ich, viel zu lang. So. Na, komm, ich guck doch mal an der Baustelle. Dahinter sind, glaube ich, auch noch ein paar Gebäude. Vielleicht finden wir ja da doch irgendwie was. Boah, der Soundpack geht mir auf den Senkel. Aber ich wette, wenn ich jetzt full equipped gewesen wäre, dann wäre ich da keine 10 Meter weit gekommen.
Wobei es mich auch wundert, dass ich als Bambi da überlebt habe. So, Low Forest. Ja, unsere geliebte Let's Play Together Baustelle. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht finden wir hier, früher waren hier immer Rucksäcke zu finden, aber irgendwie. Was haben wir denn da? Wie sieht das aus? Ah, ist auch wieder geil, schön durchgefallen. So, noch ein hoch. Da habe ich ja Schwein gehabt, als Bambi bis hierhin schon mal überlebt. Gammelig. Gammelig. Oh hier, wir setzen uns ein Helmchen auf. Ist nicht wirklich was zu finden, aber normalerweise liegen hier häufiger Äxte rum. Zwar nur die Spaltäxte und hier auf den Rändern lagen immer Sachen, aber die Baustellen, da ist nicht mehr viel. So, was haben wir dahinter? Da haben wir noch ein kleines Dörfchen. Da gehen wir nochmal hin. Auf jeden Fall sehen wir jetzt schön lustig aus. Guck, da ist eine Gaststätte. Da laufe ich mal rein. Vielleicht finden wir da mal irgendwie einen Dosenöffner oder was. Da war auch schon einer. Flashlight, ja, das ist, kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. So, Mütze sieht besser aus. Oh, jetzt haben wir richtig gute Server-Lags. Na gut, dann raus. Da oben sind noch ein paar Häuser. Aber hier sind echt keine Zombies. Ne? Ich will jetzt das nicht beschreien. Boah, was ist das am Längen? Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Feuerwache gibt. War ein Krankenhaus, ne? Ja. Da laufen wir jetzt noch rein. Oh, ein Brunnen. Mit Animation? Nee, ohne. So, dann sind wir schon mal hydrated. Die einzige Möglichkeit, das ist mir jetzt auch aufgefallen, auf dem Weg hierher,
dass ein Zombie nicht an einen rankommt. Also selbst im Krankenhaus laufen sie einem hinterher. Die Treppen hoch und so weiter. Aber Leitern können sie noch nicht. Das heißt, im Krankenhausgebäude kann man ja im letzten Stockwerk das Stück über eine Leiter nach oben. Und wenn es mal wirklich eng wird, dann kann man da hoch. So, hier um die Ecke sind auch manchmal schimmeliges Essen. Guck, haben wir ein paar Sachen gleich. So, und hier dieses kleine Ding, das meine ich, da kommen die Zombies noch nicht hoch. Ja gut, also wir haben Berezino als Bambi überlebt. Und ja, jetzt geht die Ausrüstphase wieder los. Die kann man jetzt bei dem veränderten Schwierigkeitsgrad, glaube ich, aber filmen. Ich werde jetzt mal noch ein bisschen offscreen weiterspielen und mal gucken, wie schwierig es ist. Und eventuell sind die Folgen dadurch ja wieder spannender, selbst wenn man sich gerade erst ausrüstet. Ja, wem es gefallen hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch da lassen. Und es wäre auch lieb von euch, wenn ihr die Videos in anderen sozialen Netzen teilt. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.